Hallo und herzlich willkommen bei Planeo. Ich bin der Dominik und wir sind hier heute in unserer Außensauna angelangt. Noch nicht, das soll es aber mal werden und die wollen wir euch Step für Step mal zeigen, wie wir dabei gehen, wie wir hier noch eine Wand aufstellen mit Rigips und dann hier kommt auch noch ein WC mit rein. Also bleibt einfach dran. Bis gleich. Hier haben wir jetzt die Verstärkten hingemacht. Da kommen die Türen hin. Wir müssen da ja ein bisschen Gewicht abkönnen. Darum immer wo Türen reinkommen, müsst ihr immer die Verstärkten nehmen. Ganz wichtig. Und misst vorher genau, was für eine Tür habe ich, dass ihr euch auch ein bisschen Luft lasst an den Seiten. Weil die Tür wird ja nachher noch ausgeschäumt. Ich sag mal so 1,5 cm gut an jeder Seite. Die müsst ihr mitberechnen. Auch ganz entscheidend. Ne? Aber dranbleiben. USB-Platten sind dran, nächster Step, Rigips davor. Weiter geht's. Ständerwerk steht, erste Seite ist beplankt schon. Jetzt geht's um die Dämmung, nächster Step. Wir haben hier Steinwolle, genau in der 100er Stärke. Ich kann es auch immer nur empfehlen, wenn ihr die Wahl habt und wenn ihr euch schon eure Unterkonstruktion wählt, würde ich immer mindestens eine 10er Stärke, also sprich 10 cm nehmen. Natürlich, je mehr ich habe, je mehr Dämmung habe ich auch. Und wie man hier schon sehen kann, hier hat der Elektriker, war ja auch schon fleißig. Wir haben jetzt hier an der Seite versteckt die Kabel, haben noch eine Konterlattung gemacht. Je dicker das natürlich ist, je mehr Kabel kann ich da auch hinter verschwinden lassen. Ne? Also wenn ihr euch entscheidet, ich würde immer Minimum eine 100er Stärke auch nehmen, ist ganz entscheidend. Wie gesagt, Steinwolle, was brauchen wir noch? Wir haben hier noch einen Luftdichtungskleber, der ist immer für die Außenwände gedacht. Sprich, wenn wir jetzt gleich also die Steinwolle hier reinmachen, dann muss da ja noch eine Folie vor. Hier haben wir sogar noch ein anderes Produkt, weil er hier in der Sauna reinkommt, haben wir eine Hochleistungsdampfbremse. Ne, also ne, wir sind ja hier bei Planeo, dann müssen wir euch doch das vom Feinsten hier zeigen. Ne, und dann nehmen wir natürlich auch nur das vom Feinsten. Braucht ihr natürlich nicht bei jedem Rigips arbeiten. Wir haben die blaue Folie auch für die normalen Räume nachher. Da müsst ihr ja wieder dranbleiben, sind ja mehrere Projekte hier. Ne? Also wisst ihr Bescheid. Und wie gesagt, hier kommt der Kleber nachher hin. Alles, was an der Wände drankommt, damit kleben wir das ab. Am Alugestell kleben wir die mit einem doppelseitigen Spezialklebeband nochmal, die Folie, oben und unten fest. Und dann haben wir nochmal ein Spezialklebeband extra für diese Hochleistungsdampfbremse, wo wir die Übergänge mit zusammenkleben. Aber das wird auf jeden Fall benötigt. Ja, und weiteren Steps zeigen wir euch gleich. Da haben wir unseren Andreas wieder dabei. Ich bin ja froh, dass wir ihn haben. Der hilft mir gleich ein bisschen, weil ich gehe gleich schon wieder auf die andere Seite, bin da am Armieren, beim nächsten Projekt, beim Technikraum. Also ihr wisst, immer dranbleiben. Bis gleich.
Jetzt kommt die USB-Platte davor. Die setzen wir jetzt erst. Heute ist ein bisschen windig, das flattert noch. Das kleben wir gleich noch fest. Das muss alles ganz wichtig. Hier auch durch die Ecke, also hier nicht schneiden. Wir kleben hier durch die Ecke durch und hier auch. Das von der Tür hier, die Rippen, das muss alles mit dicht sein. Also das lappen wir nachher noch so rum, kleben das fest. Das ist ganz entscheidend, das muss richtig luftdicht nachher alles verpackt sein. Das muss alles vom Allerfeinsten. Hier jetzt an den Seiten lassen wir es auch erst, kleben wir das gleich fest, lassen das erst, nachdem die USB-Platte dran ist. Und das schneiden wir dann nachträglich mit dem Cutter noch weg, wenn wir dann hier die Wand spachteln. Also auch ganz entscheidend, hier immer sorgsam arbeiten. Sonst bringt die ganze Dämmung nachher nichts. Aber bleibt einfach dran. Oder kommt rüber zum nächsten Video. Da geht es jetzt an Schleifen. Bis gleich. Nächste Part in unserer Sauna. Jetzt werden wir hier auch wieder mit Armierung ein Gewebe einbetten an den Ytongsteinen. Und ja, dranbleiben. Jetzt legen wir los. 4x6er Zahnung. Armierung gleich immer schön fluffig. Rakel habe ich da vorne auch noch liegen, gleich einmal zum Glätten, aber ziehen wir erstmal auf. Wichtig ist auch, die Nische, da ist jetzt ja schon quasi Gewebe drauf, durch die Ecken, die haben wir ja vorher gesetzt. Jetzt würde ich immer, wenn ihr sowas mal habt, dass das mal so ein bisschen übersteht, würde ich immer so einen Zentimeter hierbei wegbleiben, sonst habt ihr nachher hier diese Plastikstücke nachher genau auf der Ecke von dem Gewebe, das ist nachher nicht so schön. Also immer so ruhig so einen Zentimeter hier dran wegbleiben, so, dass wir da so ein bisschen, also nicht direkt an der Ecke schneiden. Mit ein bisschen Druck kommt dann automatisch schon genug Masse raus, so dass das Gewebe nicht mehr zu sehen ist, dass es so quasi im oberen Drittel immer liegt. Immer was ihr nachher überlappt, das würde ich immer noch nicht andrücken, dass ihr noch seht, dass ihr so ungefähr mal 10 cm muss dann das nächste Gewebe, was hier wieder dran kommt, immer 10 cm überlappen. Auch entscheidend. Step hier in der Sauna ist Fliesenlegen. Wir gehen da jetzt nicht so im Detail drauf ein, weil wir haben ja jetzt hier schon in unserem Chill-Out-Raum haben wir ja schon die Fliesenlegen, da haben wir sie etwas detaillierter gefilmt. Das Video müsst ihr euch ja natürlich auch noch angucken.
Und deswegen, also hier war jetzt nur wichtig, weil hier eine Glastür reinkommt, müssen wir zusehen, dass wir die Fugen und diesen zwei Drittel, ein Drittel Versatz hier auch genau wieder übernehmen. Dass das nachher nicht, wie gesagt, wenn man reinkommt, kann man hier direkt auch durch die Glastür gucken, dass das identisch aussieht. Muss man auch mal drauf achten bei der Glastür. Ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt schon Striche auf dem Boden gemacht, damit ich jetzt genau mit der Fuge auch nachher mitgehe. Und ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Nächste Part hier in unserer Sauna. Wir wollten ursprünglich das Holz, hier wird ja noch alles komplett mit Holz verkleidet, das ist noch im nächsten Video, das müsst ihr euch natürlich auch angucken, Sauna selber bauen. Jetzt haben wir uns aber überlegt, oder der Kunde hat dann noch ein bisschen die Sorge, wenn wir jetzt das Holz hier bis unten an den Fliesen gemacht hätten, wir müssen ja trotzdem, muss hier zwischendurch ja mal gewischt werden, die Fliesen, und dann über die Jahre nachher wird dann nachher wie so eine Dreckkante unten entstehen. Dann haben wir gesagt, komm, wir knallen hier gerade noch einen Sockel rein und bauen auf dem Sockel dann unsere Holzunterkonstruktion auf mit dem dazugehörigen Holz für die Sauna. Haben wir komplett auf 6 cm geschnitten, gerade ein bisschen Kleber noch angerührt, so ganz kleine Menge nur, da braucht man nicht viel, gerade mit der Zahnung ein bisschen auf. Wichtig ist noch, wie gesagt, unten Abstandshalter, dass wir eine kleine Fuge haben unten. Und ansonsten, so, weiter geht's. So, jetzt kommt der letzte Step, bevor wir mit dem Saunabau beginnen. Das zählt noch mit zu den Vorarbeiten. Das ist einmal die Alufolie. Die werden wir jetzt hier gerade dran tackern. Zeigen wir euch. Und ja, weiter geht's. Also wir haben es jetzt schon mal zugeschnitten, weil Decke ist immer blöd mit so einer vollen Rolle. Haben wir gerade schon mal einmal ausgerollt, dass wir die passende Länge haben. Gerade drunter tackern und dann... Einmal gucken, dass die gerade ist. Also wichtig ist, dass die jetzt an der Seite gerade lang läuft. Dafür brauche ich dich, genau. Einmal so. Die Wände weitermachen, klebe ich jetzt gerade noch hier auch mit so einem speziellen Aluband die Übergänge schön dicht. Rohre auch, also wenn wir so ein Rohr ausgeschnitten haben, das müssen wir gleich auch richtig schön dicht kleben hier rundherum. Deswegen habe ich das noch ein bisschen mehr rausgezogen, weil wir brauchen ja noch so ein bisschen Futter, weil da kommt ja noch die Verlattung drunter und das Holz. Und nachher ist da dann nichts mehr mit ziehen. Wie gesagt, das muss alles schön dicht sein. Das machen wir jetzt erst, bevor wir jetzt gleich die Wände dran. Thank you.
falls sich noch jemand fragt, warum machen wir das jetzt hier eigentlich noch mit Alufolie zusätzlich? Das ist einmal quasi eine Dampfbremse, also die ist dampfundurchlässig, diese Folie, wegen Feuchtigkeit, die ist ja hier im Raum in der Sauna, wenn wir einen Aufguss machen und alles, diese enorme Hitze und enorme Feuchtigkeit drin. Und der andere Part ist, dass sich kein Kondenswasser bilden kann, sprich hinter dem Holz, dass das nachher anfängt zu schimmeln. Das ist ganz entscheidend. Also wenn ihr sowas macht mit einer Sauna, dann kommt ihr da nicht drum rum. Und was ich auch noch sagen muss, was mir eben auffällt, die hatte ich jetzt so noch nicht. Beim anderen Mal, die gibt es auch ein bisschen einfacher, diese Alufolie. Dann ist das eine Fladderei und wenn ihr das dann nicht zu zweit macht, dann habt ihr wirklich eine Quälerei auch. Also achtet da bitte drauf, wenn ihr sowas bestellt, natürlich bei uns im Shop, ist klar, bei planeo.de. ihr wollt es ja vernünftig haben. Dann würde ich auf jeden Fall diese mit dem, die ist hinten nochmal mit so einem Papier kaschiert. Die ist nicht ganz so dünn. Also die flattert auch nicht so rum. Die ließ sich jetzt super anbringen. Hab ich jetzt auch das erste Mal. Kann ich also nur empfehlen. Ne? Aber weiter geht's. Jetzt habe ich das hier extra so abgeschnitten, dass ich das auch noch fixieren kann, das Klebeband. Das will ich ja jetzt nicht auf den Sockel draufkleben, der wird ja nachher jetzt in diesem Bereich nicht, hier kommen ja die Liegebänke hin, aber in dem anderen Bereich nachher wird man was von dem Sockel sehen, darum kann ich das jetzt nicht einfach da drüber kleben. Dann bin ich jetzt hier so ein, zwei Zentimeter weggeblieben, dass ich das jetzt noch mit auf der USB-Platte mit verkleben kann. Ja, aber wie gesagt, wie wichtiger ist, dass wir das dann nachher nochmal oben drauf versiegeln. Und auch wichtig ist, bevor ich das nachher noch vergesse zu sagen, überall wo wir getackert haben hier bin ich ziemlich nah in eine Ecke gegangen. Wenn ich jetzt gleich hier vorstoße mit der anderen, dann versuche ich das Klebeband hier genau mittig durch die Ecke zu kleben und dann decke ich die mit ab. Sprich, ich muss natürlich auch hier, wenn ich jetzt hier mal so eine habe, noch eine Tacker, nochmal auf jeden Fall alles kontrollieren und auch diese Tacker-Dinger einmal überkleben mit so einem Streifen nachher. Auch ganz wichtig. Schön in die Ecke drücken. Wenn es geht, versuchen erstmal nur eine Seite zu erwischen, dass es nicht schon sofort an der anderen aufliegt. Das ganz schön andrücken. So. Dass wir es richtig schön eine stramme Ecke haben. Also wie gesagt, wenn er es macht, verzweifelt ihr nicht. Das muss wirklich alles dicht sein und das darf auch nicht halbherzig gemacht werden. Ne? Wenn man sagt, das ist wirklich ein bisschen friemelig hier, ne? Ein bisschen Formulei. Aber das muss leider. Sonst hat das ja die ganze Wirkung verloren. Thank you.
Und wir in diesem Part auch schon wieder am Ende angekommen. Die Alu-Dampfsperre sitzt. Nächster Step ist Unterkonstruktion und unsere Sauna hier rein, wämsen. Es kommt allerdings im nächsten Video. Da müsst ihr auf jeden Fall noch dranbleiben. Wie gesagt, und wir wollten es jetzt machen, haben wir gesagt, wir machen lieber zwei Parts, weil sonst wird das so ein ellenlanges Video. Und gesagt, komm, Vorarbeiten eins. Und wie gesagt, natürlich dranbleiben. Wir wollen natürlich, wird nachher totschicki, die Sauna. Sieht natürlich jetzt auch ein bisschen abgespaced aus hier, wenn man hier so steht. Wie schon irgendwie ein cooler Effekt so, aber naja, geht kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen, euch ein bisschen geholfen, animiert, vielleicht mal selber dabei zu gehen. Und falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann mailt uns oder ruft uns an. Wir haben ein super kompetentes Team bei Planeo. Ich sage immer, das Mindeste ist eben Daumen hoch. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Kanal, ist für lau, sage ich immer so schön. Guckt nochmal bei uns im Shop, planeo.de, super Sachen da. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, ciao. Thank you.